Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Clash of Clans Folge mit mir, den Hubi. Ich weiß, Leute, es ist seit Ewigkeiten jetzt nichts mehr gekommen, weil etwas ein bisschen stressig in letzter Zeit privates und so. Aber ich will natürlich dennoch immer noch mit ein bisschen was machen mit Clash of Clans zurzeit. Und in fast 2 Tagen sind auf jeden Fall wieder die Clan-Spiele ready. Aber heute mal wieder am PC zocken, mal wieder ein bisschen was anderes. Also in letzter Zeit könnte ich echt kotzen mit dem Nachtdorf. Ich weiß, es ist so übertrieben. Ihr seht es ja bei Max. Der hatte natürlich auch Max-Truppen vom Feinsten, nie wieder mal hier. Max Hexen. Wo war jetzt eigentlich dieser Rathaus 7, den ich habe ich ja ultra zerstört. Ich glaube, den sieht man ja gar nicht mehr. Es war gestern ja auf jeden Fall ein Rathaus 7 dabei. Und den habe ich einmal übelst zerstört. Wo war das? Ich glaube, das ist gar nicht mehr im Chat drin. Nein, 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 nein. Doch, das war das. Das war mein Rathaus 7er. Seit langem, Alter. Alter, ich habe den so zerstückelt. Es war jetzt zwar kein Max Rathaus 7er hier. Was mache ich natürlich immer? Ich setze die Loons immer eigentlich dahin, wo die Luftbomben nicht sind. Mir sind die Luftbomben immer am hartkosten. Vor allem würden sich hier bestimmt Luftfallen. Hier ist wahrscheinlich eine Riesenbombe drin. Also hinter der Luftabwehr ist bestimmt eine Riesenbombe hier drin. Hier bei den Mauern, da hier hinten, wird höchstwahrscheinlich auch was sein. Ich setze natürlich die Loons schön verteilt hier. Schön die tanken. Mir war es wichtig, dass die Luftabwehr schnell wegkommt. Da waren ja, weil die Zerschmetterer war ja offen, damit die Riesen Cannon reinkommt, also die Riesen, die Battle Machine sozusagen reinkommt. Der Brutzler lebt jetzt noch und hat natürlich meine Lakaien im Fixier. Okay, jetzt geht auf die Kampfmaschine. Und ab da wusste ich, es wurden Overkill, weil es ist jetzt nichts mehr eigentlich so am Leben, was mir hier irgendwie so Kopfzerbrechen bereitet. Er ist zwar nicht Max, aber er hat eine 5er Mauern schon. Also, ich gebe es zu, Slayout ist zwar eigentlich so gerecht scheiße für ihn, aber okay. Aber das ist der erste Meisterhütte, sieht man seit, ich weiß nicht, 40 Angriffen. Und ich zeige euch jetzt mal der hat das wirklich mal geschafft. Ansonsten, ihr seht das selber. Keiner schafft es jetzt wirklich dunkel, jetzt außer aus dem Bora, das waren glaube ich 5 Tage, ja, mit Lavaluni, okay. Da kann ich leider nicht glänzen, aber ihr seht es selber hier. Es hat jetzt keiner sinnvoll irgendwie angreifen können. Und gestern einfach mal so richtig dunkles gesnackt, 3-3. Zwischendurch musste ich wieder aufgeben, dass ich nicht in Kristall rennen voll, weil ich will jetzt echt nicht Kristall hier. 3-3, 2-7, 3-1. Und dieser Loot, Alter, das ist göttlich. Also ich kann natürlich für mehrere Leute empfehlen, wie man dunkles farmt. Wenn man jetzt das sagt, ich habe es ja schon mal gemacht, wenn ich jetzt die 4 Heile nicht hätte, also ich könnte kein Creamwalk machen, dann würde ich einfach ein Packer mehr mitnehmen und 2, 3 Magier und ein Riesen mehr oder so. Oder ich habe es halt immer so gemacht, ein Packer mehr und restliche auf 25 Bogies aufgestützt und dann konnte man natürlich so auch dunkles farmen. Also man konnte halt nicht die Masse abfarmen, die 25 Bogies waren entweder für die Clanburg da, wenn du welche hattest, wenn man sie schon locken konnte, oder für den einzelnen Bohrer, der in der Ecke stand. Ansonsten mache ich ein Kobe Pie, so ein bisschen abgewandelt, ja, mit Riesen nur und natürlich in meinem Queen Walk. Hier sind natürlich die CK-Armees für Valkyren und Golarun. Die können wir natürlich auch mal vertiefen, wenn ihr auf jeden Fall wollt. Ich würde mal sagen, das können wir schon nicht mehr einsammeln. Wann beginnen eigentlich Clan-Spiele? Wie gesagt, in 2 Tagen. Ich denke mal, wir suchen jetzt auf jeden Fall mal einen Gegner raus. Der hat leider zu wenig. 1000 ist mir gar nichts wert. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder bei der Gegnerwahl, meine Freunde. So, meine Freunde, ich denke mal, wir haben auf jeden Fall einen gefunden. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir machen natürlich hier mit den Bogis das Außen weg. Hier ist sozusagen unser Checkpoint. 4, 3, 5 Dunkles, den nehmen wir gerne mit. Wir müssen natürlich in die Mitte kommen. Ich warte jetzt kurz nur ab, damit die Kanone, genau, auf die Queen geht. So, der erste Schritt wäre getan. Die Queen zieht nach innen. Ich werde hier sagen, von links oben, wo der König ist, zu kommen mit dem Kill Squad rein. Oder ich würde sagen, von rechts, weil da auch der zweite Bohrer auf jeden Fall ist. Ich muss jetzt bloß kurz mit dem Rage Tower ein bisschen gehandhabt. Also mit 20% sowas, Gesamtschaden, werde ich meistens mit dem Kill Squad reingehen, also mit den Ultratruppen. Und zurzeit haben wir ein bisschen noch Zeit. Wenn die Queen jetzt sich für links entscheidet, ist es top, weil dann geht die sowieso Richtung dunkles Elixierlager. Und das ist eigentlich so das, was ich hier mit Nonplusultra will. Oh, und der entscheidet sich, glaube ich, sogar richtig.
sie geht ringsam. Und jetzt ist natürlich so die Zeit, Leute, fight it, geht's rein. Wir sprengen hier auf. Die ersten Magier kommen rein. Okay, die Queen braucht etwas an Power. Wir können natürlich hier auch natürlich noch einen Zauber reinsetzen. Hauen den ersten Rage rein. Kloppen die Magier hinterher. Heilen. Es geht jetzt darum. Links ist ja jetzt frei. Da rennt keiner mehr weg. Ja, die Packers rennen jetzt zwar bei meinem Glück jetzt wieder nicht rein. Das soll aber jetzt fürs Erste jetzt mal nicht nerven, weil jetzt gehen die Riesen alle rein. Man könnte natürlich sagen, ein bisschen extra Power. Die Queen, den König zimmt man jetzt mal. Die Queen schafft schon noch. Also sie ist zwar richtig angeschlagen, aber sie holt sich's jetzt gleich. Sie schafft es schon noch. Also wir müssen jetzt ein bisschen Geduld haben. Es ist natürlich jetzt nicht schwer, das ist eine 30er Queen, seitdem ich glaube ich letztens gespielt habe. Also sie kloppt schon ganz schön gut rein. Wir warten auf jeden Fall noch mit den Zündungen. Die Packers leben hier auch noch. Sie haben sich jetzt sich rundherum gebohrt und haben soweit alles geholt. Jetzt zünden wir einfach mal die Queen, dass sie das schneller down geht. Die Feger sind weg und jetzt schnappt sie sich schon genau easy das Dunkle. Ihr seht, wir haben schon 154.000. Und zurzeit läuft es. Wir heilen jetzt sogar den König noch. Das freut mich natürlich außerordentlich. Damit der könnte wieder... Komm, heile. Haut drauf. Oh ja, heilt den König einfach noch. Heilt sie noch, solange es geht. Heil den König, Baby. Heil ihn. Da könnte man vielleicht noch einen Angriff machen. Oh, sie haben auf jeden Fall 100%. Also ich will natürlich jetzt auch aufgeben. Ich will jetzt nicht länger irgendwie in diese Sache vertiefen, das, damit ich zu viele Pokale bekomme. 3-5 Dunkle, das ist okay. Die Ausgaben für diese Truppe sind 300.000 knapp. Den Altzauber, ich glaube, den habe ich gespendet bekommen. Ja gut, wenn wir den gespendet bekommen haben, dann können wir ihn auf jeden Fall benutzen. Ja, es ist ja gar nichts mehr in der Clownburg drin. Die CB ist alle. Also, machen wir hier wieder was. Zwei Rage, ein Sprung, ein Giftzauber nehme ich mit. Man könnte ja sagen, man sollte vielleicht auch einen Altzauber mitnehmen. Ansonsten ist es dasselbe. 3-5 Dunkel, das ist wieder richtig schön gesnett. Also Gold 1 ist für diese Sachen perfekt gemacht. Und ich muss mich echt dafür nochmal entschuldigen, dass es echt lange nichts mehr kommt. Also Mittwoch und Samstag werde ich jeweils ein Video bringen. Wenn ich natürlich zu mehr Videos Zeit habe, wird dennoch auch mehr kommen. Und ich denke mal, wir machen noch einen Angriff. Wir sind jetzt schon dabei. Und zurzeit habe ich halt echt wenig Zeit, damit ich jetzt irgendwie viel produziere. Ich würde das so ein bisschen frei weg machen. Okay, schöne Radars, 10 Base. Was ich halt immer cool finde. Hallihallo, mein Süßer. Vierter hat eine Adler-Dev. Der hat ja nicht mal eine Dev, also eine Adler-Dev. Und ich denke mal, das ist dann eigentlich cool. Ich musste was sagen, wir machen hier den Queenwork einfach aus dem Grund, damit die Truppen hier reingehen. Wir machen hier den Magier, damit der hier das wegholt. Alter, das ist ja die volle CW-Base. Ja, mir gefällt das natürlich. So, die Queen geht natürlich jetzt nach innen. Hier ist ein Bohrer. Wir werden aber jetzt das Küssquad schneller reinschicken, weil hier eine 30er Queen irgendwie rumrennt. Wir heilen auch einmal kurz, klatschen die Packer hinterher, ragen. Oh, ist ja ein Clown-Truppen. Wir haben jetzt sogar den Sprung drin, sollten sie in die Mitte gehen, okay, dann ist es geil. Gehen sie nicht in die Mitte, ja dann nicht halt. König zimmt mir mal. Ja, diese Bogies sind echt lästig, muss ich echt sagen. Ah, er hat es aber gut gelöst, muss ich sagen. Aber wir holen das wieder. Sie ziehen jetzt so richtig rum, die Truppen. Die Packers sind noch richtig so am Gange oben. Hätte vielleicht auch denen Wut spendieren können. Es ist halt immer so prozentual, wo gehen die Truppen hin? Und das ist natürlich so eine geile CW-Base. Die hole ich mir auf jeden Fall das Dunkle hier schön raus. Die 1700 noch.
da bringen auch die Bogies nichts. Also wenn er schlau, also das Einzige, was ich mir befürchte oder Angst habe von den Queenwalk zum Beispiel, ist eine Valkyrie oder so, wenn drin ist. Weil wenn du da die Queen nicht rechtzeitig zündest, dann geht die auch schon gern mal flöten. Okay, aber jetzt geht sie natürlich auf die Packers, beziehungsweise auf die... Oh ja, Queen hilft hier jetzt. Wird aber echt interessant. Wir zünden jetzt mal schnell aus, die ganzen Truppen wieder weg sind. Halt doch die Queen! Die sind so doof, sind die. Ah, endlich heilen sie sie mal wieder. Das ist das, was ich mal so richtig abartig hasse irgendwie. Ach komm, die muss jetzt nicht sterben. Oh komm, jetzt heilt sie ein bisschen wieder voll. Ja, wir schaffen es, weil die Queen hat eine gute Reichweite. Es wird sich jetzt das Dunkle snacken schön. Wir holen ihn sogar zu 100%, weil für diesen scheiß CW-Account habe ich auf jeden Fall keine Unterstützung. Und 4000 sogar eine Dunkle. Yes, Baby, Farmen läuft auf jeden Fall. So, wir bilden natürlich was Neues aus. Jetzt sind natürlich die Hölden schön zerstörikus. Den Alzheimer mache ich mir immer so auf Reserve, weil die werden einfach gut gefragt hier. Ich muss sagen, die werden auch gern genommen. Ihr seht selber 350 Angriffe, das ist schon hardcore. Was ich schon erfarmt habe, Alter, über 1 Milliarde schon an Ding. Was habe ich hier? Fast 5 Millionen Elixier. Man muss sich das mal vorstellen. 5 Millionen, das ist das Rathaus. Ach, da hast du 3 Lager, das sind 3 Lager voll. Alter, wenn wir das jetzt nochmal rekapitulieren, haben 7, das sind fast 8000 Dunkles. Das sind 73 Dunkles. Alles hammergeil. 160.000 haben wir schon wieder. Und so schnell form ich halt irgendwie mich voll. Ihr seht ja selber, ich habe manchmal wieder aufgegeben. Ich muss halt echt mich schauen, dass ich in Gold bleibe. Also für Gold. Besser geht's nicht. Hey Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Also wie gesagt, Mittwoch und Samstag kommt ein Video wieder. Ich werde es halt mal durchmischen, Clash of Clans oder sonst irgendwas, wie es am besten läuft. Wenn ihr farmen wollt, würde ich diese Base empfehlen. Es ist eine coole Farming-Base. Man müsste natürlich diese Goldlager wieder mit diesen Elixiersammlern tauschen. Das ist einfach der ganze Grund. Ich will dann einfach vielleicht ein paar Devs hier sammeln können. Vor allem greifen mich da schlechtere an, weil sie nur auf das Gold gehen. Also wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Kommi und einen Like. Da würde mich recht herzlich freuen für die Unterstützung. Und ansonsten sehen wir uns nächstes Mal wieder zu einer weiteren Clash of Clans Folge mit mir, den Hubi. Bis dahin, peace out, euer Masterpiece.